Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. In Argentinien, Uruguay und Teilen der Anrainerstaaten Chile, Brasilien und Paraguay ist am Sonntagmorgen der Strom nach einer massiven Störung des argentinischen Elektrizitätsnetzes ausgefallen. Das teilte der argentinische Stromversorger EGESU Argentina mit. Ein massiver Ausfall im elektrischen Verbindungssystem hat in ganz Argentinien und Uruguay zu einem Stromausfall geführt, twitterte EDESUR. Betroffen waren demnach rund 48 Millionen Menschen. Das Energieministerium bestätigte den Ausfall, ohne nähere Details zu nennen. Die Ursachen der Störung sind unklar. In einer Erklärung des Ministeriums ist von einem Zusammenbruch des Systems die Rede. Die Wiederherstellung der Energieversorgung werde einige Stunden in Anspruch nehmen. In den Regionen Cuyo, Nordwest und Comahue wurde damit bereits begonnen. Der Ausfall begann um kurz nach 7 Uhr morgens, 12 Uhr Mest, noch vor Sonnenaufgang. Erste Bilder in den sozialen Netzwerken zeigen stehengebliebene Züge, ausgefallene Ampeln und Tankstellen, an denen kein Benzin gezapft werden konnte.